Ich lasse einen professionellen Lukas Brawl Stars Diss-Track rappen und schreiben. Und so hört er sich an. Ich ergib mir Summer Vibes, doch ist der noch Schrott, denn der Summer Vibe kommt nur durch deinen Melonenkopf. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja und Leute, ich habe heute ein unglaublich geiles Video für euch vorbereitet. Ihr habt es gerade eben im Pre-Intro schon gehört. Ich habe mir tatsächlich etwas überlegt. Ich dachte so, wie kann ich so ein bisschen Feuer in die Brawl Stars Flamme reinbringen? Und ich habe tatsächlich eine Idee gefunden. Und zwar wisst ihr alle, der gute Lukas hat mich in seinem Song gedisst. Alles, was ich tue, ist legendär. Ich kenn kein Clash Games, ich kenne nur Ei. Was? Hä? Was? Was soll das denn jetzt? Hä? Ich kenn kein Clash Games, ich kenne nur Ei. Was da los? Dein Kopf ist runder als ein Kreis. Hä? Was? 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 Was passiert hier? Warum, Lukas? Hä? Deine Haare waren zwar pink. Hä? Was? Neon. Doch selbst damit bist du für alle unsichtbar, so wie Leon. Was? Was soll das denn jetzt? Hä? Und ich habe ja bereits auch angekündigt, dass ich meinen ersten eigenen Song bei 1 Million Abonnenten veröffentlichen werde. Das heißt, lasst jetzt unbedingt gern noch mein kostenloses Abo da, Freunde. Denn bei 1 Million Abonnenten kommt mein erster eigener Brawl Stars Song online. Deswegen abonniert den Kanal, gebt auch gerne schon mal einen Daumen nach oben. Macht ihr auch gerne mal auf dem Video die 10.000 Daumen nach oben voll. Ihr werdet am Ende des Videos erfahren, warum heute das Like-Goal 10.000 Likes sind. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden und schreibt auch gerne mal nach dem Ende des Videos eure Meinung in die Kommentare. So Freunde, hier im Hintergrund seht ihr jetzt gerade, wie ich tatsächlich für meine neue Wohnung einen extrem coolen, neuen, geilen Schreibtisch aufbaue. Und zwar den FlexiSpot E7. Denn dieses Video ist auch in Kooperation mit FlexiSpot. Ich hatte tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie einen Schreibtisch, den man in der Höhe verstellen kann. Und ich muss sagen, ich liebe es. Die Höhenverstellbarkeit ist zwischen 58 und 123 cm und man kann sogar eine Memory-Taste drücken und die jeweilige Höhe, die man gerne haben möchte, sich abspeichern. Zusätzlich dazu hat der Tisch ein Antikollisionssystem, was bei Widerstand sofort dafür sorgt, dass der Tisch nicht weiter hochfährt. Ebenfalls trägt das massive Tischgestell ein Gewicht von bis zu 125 kg. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon unglaublich, mein Gaming-Zimmer jetzt mithilfe des coolen Schreibtischs endlich neu einzurichten. Wenn ihr auch Interesse habt, euch jetzt so einen Schreibtisch zu bestellen, dann geht einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Denn vom 23.05. bis 25.05. gibt es den FlexiSpot Brand Day. In dieser Zeit gibt es fette Rabatte und extrem coole Gewinnspiele. Bis zu 120 Euro Rabatt, zum Beispiel auch auf meinen E7-Tisch. Täglich kostenlose Bestellungen. Gratis Produktproben und noch vieles mehr. Also, vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, habe ich mir jetzt etwas extrem Witziges überlegt und ihr entscheidet so ein wenig, wie weit dieses Projekt dann am Ende gehen soll. Ich lasse nämlich gerade, wie gesagt, ein Lukas Brawl Stars Diss-Track schreiben von einem professionellen Rapper, der bereits auch für andere YouTuber so etwas ähnliches gemacht hat, und zwar für den guten Klängern. Vor circa 1 Jahr hat er das gemacht, da könnt ihr auch gerne nochmal seinen Song auschecken, da hört man auch so mal ein bisschen wie der gute Crumble, der wird das nämlich für mich machen, ungefähr rappt. Ich habe nämlich den guten Crumble tatsächlich über Fiverr gefunden und dort werden wir auch gleich mal reinspringen. Aber ich möchte nochmal ganz kurz festhalten, dass das Ganze hier ist natürlich unter Lukas und mir alles mit Spaß zu sehen, ja? Also Lukas und ich, wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde, auch im Privaten. Und wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen hin und her dissen, dann seid euch bewusst, dass wir beide wissen, dass das Ganze aus Spaß ist. Ich habe das ja auch bei Lukas damals in seinem Song mit Humor genommen. Und auch Lukas, falls du jetzt hier drauf reagierst, nehmen das Ganze auch mit Humor. Und jetzt würde ich sagen, wir springen rein und ich zeige euch schon mal, was wir bisher schon mal
vorbereitet haben. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Fiverr drin und ihr seht hier gerade Crumble, der tatsächlich hier auch den Klänggang-Song verlinkt. Und ich habe da meine Bestellung abgegeben und ihr seht hier gerade, wir haben so ein kleines bisschen hin und her geschrieben. Er hat dann auch gefragt, ob ich das Ganze dann später auch, ob ich mir dann auch später eine Lizenz kaufen möchte. Also ich würde, wenn ihr Bock darauf habt, dann am Ende natürlich auch gerne den Song auf Spotify und so weiter veröffentlichen. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt schon mal zu dem Songtext, wo er jetzt schon mal vorläufig Part 1 geschrieben hat. Also, hört zu. Lukas Brawlstars will hier all the way up. In dieser Szene doch das Ganze ohne eine besondere Art. Ey, Lukas, bei dem Song, was ist da nur passiert? Ich glaube, die Idee, Dislikes zu entfernen, kam von dir. Bezahl 100.000, doch es macht dich nicht lang happy, denn kein Geld der Welt bringt dir jemals Star Shelly. Wie du über den Takt stolperst, das ist so ranzig. Lukas sitzt in der dritten Klasse noch mit Mitte 20. Deine Anspielung tatsächlich auch natürlich auf dieses Video hier, wo Lukas ein Opening in der Klasse gemacht hat. Legendär gibt mir Summer Vibes, doch es ist dennoch Schrott. Denn der Summer Vibe kommt nur durch deinen Melonenkopf. Ja, Lukas, die Melone, Junge. Du siehst aus wie 10, statt einem Bart hast du einen Glanzstreifen. Trotz der Melone bist du nicht gerade zum Anbeißen. Kevin ist das Ei, doch zerbrechen wirst du. Keine Videos gut, Alter, du bist nur ein Noob. Schau, wie Clash Games und Crumble dich hier einfach mobben. Versuch es mal zu toppen, doch es wird halt nur floppen. Und das hört jetzt einmal ganz kurz in der professionellen Variante, entweder sogar mit Beat, falls das Ganze Copyright frei sein sollte, oder einfach nur mal kurz die Vocals, wie der gute Crumble das hier rappt. Purchase your tracks. Lukas Brawlstars will hier all the way up. In dieser Szene doch das ohne eine besondere Art. Ey, yo, Lukas, bei dem Song, was ist da nur passiert? Ich glaube, die Idee, Dislikes entfernen, kam von dir. Zahl 100.000, doch es macht dich nicht lang happy. Denn kein Geld der Welt bringt dir den Skin Star Shelly. Wie du über den Takt stolperst, das ist so ranzig. Lukas sitzt in der dritten Klasse noch mit Mitte 20. Der gibt mir Summer Vibes, doch ist dennoch Schrott. Denn der Summer Vibe kommt nur durch deinen Melonenkopf. Du siehst aus wie 10, statt nem Bart hast du nen Glanzstreifen. Trotzdem der Melone bist du nicht grad so Mann. Weiß Kevin ist das Ei, doch zerbrechen wirst du. Keine Videos gut, Alter, du bist nur ein Noob. Schau, wie Clash Games und Crumble dich hier einfach mobben. Versuch es mal zu toppen, doch es wird halt nur floppen. Also Freunde, ihr merkt, hier geht es schon hart zur Sache. Also ich muss sagen, die Texte von Part 1 sind schon mal sehr, sehr geil. Also wie gesagt, Freunde, bei 10.000 Likes wird, wie gesagt, wirklich ein Musikvideo online kommen. Checkt die Videos aus deinem Cut aus und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.